Der Carsten Pohl, ja, der hat mir die zwei Dinge da geschickt, und zwar Fat Rope. Ob das was mit mir zu tun hat? Und ja, diesen Feuerstarter hier, eine Art Wachspapier. Und wenn du wissen willst, was die Teile können, ja, dann bleib dran. Hallo und willkommen, da ist der René Rossen vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, da sind sie nun, diese zwei Teile. Das eine hier, das ist so eine Wachsrolle, Wachspapierrolle. Ist absolut geruchsneutral, ein sehr kleines Teil, ich habe schon damit herumgespielt und auch sehr effektiv, das wirst du dann nachher sehen, kann man mit den Händen bearbeiten, macht dann so schöne kleine faserige Strukturen, ja, die man auch mit dem Feuerstahl sehr leicht anzünden kann, aber das schauen wir uns an. Und dann dazu die Fat Rope, die werden wir dann auch gemeinsam aufmachen und anzünden. Und es ist jetzt folgendes, ich gebe dir jetzt unten den Link auf Amazon, die gibt es auch in Amazon Österreich oder eben in Amerika. Die Teile kosten ein bisschen was. Also das ist jetzt nicht, wo ich sage, das ist wie ein Tampon, den ich im Endeffekt um 1 Cent oder 2 Cent kriege oder ich stelle ihn einfach an meiner Frau, ja. Sondern das ist halt schon etwas, was ich, wo ich Geld ausgeben muss dafür, wirklich. Und ich weiß auch, dass es auf der anderen Seite die Möglichkeit gibt, die Watte in Vaseline zu tränken oder selbst was herzustellen. Auch das ist okay und ich mache das und ich habe diese Teile auch und ich zeige dir bei meinen Survival Trainings her und alles kein Thema. Bei den Basiskursen, ja, das ist gar klar. Das hier ist aber trotz alledem etwas anderes, sondern da geht es einfach darum, dass du selbst nichts vorbereiten musst und eine Lösung hast, die hundertprozentig funktioniert. Und das kostet Geld. Und das kannst du jetzt gut oder schlecht finden, denn ich weiß auch jetzt schon, weil es gibt immer diese Einwände. Ja? Ich habe mal vor Jahren am Reini Rossmann Survival Kanal, weiß ich nicht, wie lange das schon her ist, einen Wet Fire Tinder von Ultimate Survival Technology hergezeigt, den du in Wasser einlegen kannst, den du anzündest mit Feuerstahl, was auch immer, und den ins Wasser reinwirfst und der geht einfach nicht aus. Und da kostet ein so ein kleines Würfel 1 Euro. Ja? Und da war einer, der war total fertig und 1 Euro für das, das ist eine Frechheit und fürchterlich und wie kann man nur und sowieso. Wenn du sagst, das taugt da nicht, weil du dafür Geld ausgeben musst, dann schalt das Video gleich aus oder schaust da an und denkst, ich gebe das Geld nicht aus, aber nur, dass das Verständnis einfach da ist. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. So, jetzt habe ich geplappt und jetzt gehen wir los und zünden es an. Ja, die Sache ist, wie gesagt, sehr einfach. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Meter das sind, aber das ist schon einiges an Material und du brauchst nicht viel. Also, damit du das gut anzünden kannst, nimmst du ein Stück runter. Ich zerreiß das gerne. Ich habe mich natürlich im Vorfeld informiert, weil ich kannte das ja nicht wirklich. Das ist auch das erste Mal, dass ich das in der Hand habe, wirklich in der Hand habe. Und ja, manche zünden es gleich direkt an. Ich bin halt gern einer, der die Sachen auffasert und kleiner macht. Nicht zu klein, das macht dann auch keinen Sinn, weil dann keine Luft mehr dazu kommt. Aber das ist mal wichtig. Gut, kann man aber halten, wie man will. Letzter Feuerstahl meines Lebens, kennst du ja vielleicht schon, wenn nicht, gebe ich da unten den Link in meinen Shop, kannst du dort auch kaufen. Das hier ist das Manly Wasp in 12C27, da habe ich am Survival Messerkanal, da gebe ich dir jetzt oben hier den Link, ein Review dazu gemacht, wenn dir das interessiert. So, schauen wir mal einmal ein Stück runter und dann, gut, und jetzt brennt das Teil natürlich und das ist schon, das ist top, es ist im Endeffekt wie Fatwood, ja, also wie unser gutes altes Kinnspann-Dingsbumsi, ja. Ja, brennt einfach gut, also ja, gibt's gar nichts. So, jetzt wollen wir uns das Ganze mal anschauen als Ganzes, also ein Teil, nicht klein gemacht, sondern ein Teil. So, schauen wir mal, ob ich das auch hinkriege. Ja, brennt schon, so, stellen wir es auf. Ja, cool, coole Sache. Ja. Jetzt nehme ich ein bisschen ein größeres Stück, ein großes Stück. Schauen wir, wie lange das dann immer läuft. Mhm, hat nicht geklappt.
Oder? Brennt da was? Oh ja! Sag ja, habe ich gar nicht gemerkt. Dann aufstehen. Ja, also ich mag das Ding, ja. Ich mag das Ding, also es ist wirklich sehr, sehr fein. Klar, ich kann das, wie ich vorher gesagt habe, ich kann das mit Watte und Vaseline genauso herstellen. Ich kann Alkohol verwenden oder was auch immer. Das ist mir alles klar, ist mir alles klar. Aber das Produkt funktioniert auf jeden Fall und ist eine liebe, nette Möglichkeit. Finde ich ganz einfach cool. Finde ich wirklich cool. Ja, dann wollen wir uns einmal die Fedrope anschauen. Auf fedrope.com gibt es auch eigene Beschreibungen und Videoanleitungen dazu. Und weil ich Videoanleitungen und Gebrauchsanweisungen immer voll interessiert lese, wirklich, also so richtig, also ich kann mir gar nichts Schöneres vorstellen als Gebrauchsanweisungen lesen und Video-Instructions anschauen. Video-Instructions, das geht ja noch. Aber Gebrauchsanweisungen, das überfliege ich immer nur. Und ich bin halt ein Experimentierer. Ich möchte oft auch selber drauf kommen. Also das Papier habe ich mal angeschaut. Bei dem hier weiß ich überhaupt nicht. Ja. Da habe ich noch nicht nachgeschaut. Ich gebe es zu. So. Das ist jetzt so wie ein Zopf. Das müssen wir wohl auseinandernehmen können. So, oder nicht? Ja, lach mich ruhig aus, aber ist ja wurscht. Nein, das kann man auseinandernehmen. Schau her, das kann man auseinandernehmen. Okay. So, kann ich das auch auseinandernehmen? Ja, das kann ich auch. So. Gut, das lege ich jetzt nochmal daher. Aha, aha, aha. So, dann schneide ich einmal da auseinander. Das kann man auch auseinandernehmen. Das sind ganz, ganz kleine Fasern. Wirklich ganz, ganz feine Strukturen. Ich zeige dir das noch einmal. Ich hoffe, die Kamera schaltet scharf und zeigt das auch gut her. Das sind ganz feine Strukturen. Ja. Sie immer gut zum Anzünden. So. Gut. Machen wir es ganz fein. Das wird sicher brennen. Jetzt bin ich noch gespannt, wie lang. Okay, also brennen wir mal gut an. Echt cool. Echt fett. Fedrope. Das ist wirklich, das ist cool. Das ist richtig cool. So, jetzt ich zünde mal so eine ganze Litze an. Ja. So, dann lassen wir die da mal brennen, so nebenbei. Jetzt interessiert mich natürlich, ob ich aus so einem kleinen Stückerl, ob ich das auch anzünden kann. Ja. Ohne es groß aufzumachen. Das interessiert mich natürlich jetzt. Ja, hat geklappt. Hat geklappt. Also ja, was soll ich sagen? Das ist super. Das taugt mir. Das taugt mir wirklich. Also es ist echter Notfallzunder, wenn es unbedingt sein muss. Brennt echt fett. Taugt mir wirklich, 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 wirklich sehr. Da die Teile so gut funktionieren, interessiert mich jetzt was. Und zwar, wie es ist, wenn es nass wird. Denn, dass das jetzt gut anbrennt, das freut mich wirklich. Ja, das ist einmal gut. Das ist die Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt weitersprechen können. Aber was ist, wenn das nass wird? So, ich mache das jetzt einmal auf, damit auch die Feuchtigkeit richtig schön in diese Fasern eindringen kann. Ein diese Rope, ja, coole Sache, so, legen wir da jetzt mal her, so. Bin mir sicher, wenn ich jetzt in den Feuerstahl reingehen würde, würde das so richtig schön, brennen, so, na, nicht wegrennen, nur Wasser, sondern auch wirklich die Fat Rope fett nass machen, oder ich lege es da gleich in Wasser ein. Das ist jetzt am obersten Rand vom Bildschirm. Eieiei, Reini, komm schon her, weil ich stelle dich da ein bisschen um jetzt. So, Moment bitte. So, ja, das ist gut. Gut, so, das liegt jetzt da im Wasser und ist wirklich, das ist jetzt nass. So. Haha. Schau mal. Es knistert. Und es brennt.
Das Wasser knistert weg. Es brennt trotz alledem. Zwar nicht so fett wie vorher, aber es brennt. Aha, ist ausgegangen. Noch einmal. Aha. Aha. Na, wenn es richtig nass ist, ich meine, jetzt tut der Feuerstahl auch sein, der gibt auch ganz schön Gas. Es raucht nur. Ja, ist das jetzt ein Qualitätskriterium? Ich weiß es nicht, das ist halt so. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt schlecht ist. Aber was halt immer wieder beweist, so wie ich in meinen Survival Trainings immer wieder sage, den Zunder immer erst am Schluss, besonders bei Regen, den Zunder immer erst am Schluss beifügen und nicht vorher. Schon reinlegen und dann erst Holz sammeln und alles, weil wenn es da rein regnet, dann geht es natürlich nicht. Aber jetzt passt es wieder. Es ist anscheinend die Feuchtigkeit durch die Hitze, die da reinkommen ist, immer wieder weggegangen. Ich höre es richtig schön knistern. Aber das nasse Zeug will nicht anbrennen. Also ja, so richtig fett nass darf er mal nicht werden. Gut, jetzt wollen wir aber noch etwas testen. So, und zwar ja, legen wir da rüber. Und was ist, wenn ich nur einen Teil von dieser fetten Rope hernehme? Ich schneide jetzt ein Stück runter. Jetzt ein ultimativer Test. Naja, ultimativ, aber ein Test halt. Und da mal in Wasser einlege. Da in meinem Becher ist jetzt schön mit Wasser voll. Ist also nur oberflächlich einmal nass. Nur gescheit nass. So, und jetzt gehe ich her und mache auf. Was dann passiert. Sakra! Naja, also die Fat Rope, nass soll sie nicht werden. Also ja, Nässe ist halt nicht zu ihrer Stärke. Das brennt jetzt, ja, das brennt jetzt. Jetzt legen wir das da noch dazu. Habe ich so ausgemacht. Na, brennt eh noch. Also ja, nass soll die Fat Rope nicht werden, ist zumindest mein Eindruck im Moment. So, dann nehmen wir uns diese Plattern da her, diese Schnürl. So, das lege ich jetzt auch einmal in Wasser ein. So, ist richtig schön voll jetzt, ja, genau. Es trieft richtig. So, gehen wir durch. Und meinen Esbit-Titan-Becher auch weg. Da habe ich auch einmal ein Video gemacht, da gebe ich da den Link dazu, wo ich dann angefeindet wurde und so. Ja, aufgrund des Videos. Aber so ist das halt. Also Feuchtigkeit, das ist überhaupt nicht das Ding von diesen fetten Teilen da. Jetzt komm, brenn. Jetzt! Wie man in Österreich sagt, oder in Ostösterreich. Super! Also das raucht einfach nur, ja, um die Feuchtigkeit einmal wegzukriegen. Wenn du da nicht den letzten Feuerstahl deines Lebens mit hast, und den hat man halt nicht immer mit, weil er ist halt schon ein Prügelnfetter. Es raucht nur. Raucht noch, ja, das macht da ein Loch rein. Da ein Loch, Guckloch. Ja, ein Guckloch geht da durch. Fangt aber nicht ins Brennen an. Wenn du nicht den großen Feuerstahl mit hast, sondern nur einen kleinen Notfallfeuerstahl, dann wünsche ich viel Spaß beim Anzünden.
Also lange Rede, kurzer Sinn. Ja? Das ist auch nicht, das hat auch nicht, ist auch nicht angebrannt. Zeigt er das jetzt im Detail. So. Und zwar, schau her. Das hier kokelt noch immer. Also wenn es feucht wird, ist nichts. Und da hat sich einfach ein Loch reinbrannt. Also feucht darf es nicht werden. Ah, fürchterlich, ich sag's fürchterlich. Ja, was ist nun mein Fazit? Aufgesprochen, verzeih mir, aber ich habe leider die letzte Videosequenz gelöscht und daher muss ich es aussprechen. Ja? Gut, aber was ist das Fazit? Die Teile sind ja gut und nett und sie brennen auch wirklich gut an. Doch bei Feuchtigkeit, wenn sie wirklich nass werden, also wenn das Material richtig nass wird, dann nur bedingt. Da möchte ich aber fair sein. Wenn ich jetzt Watte und Vaseline miteinander mische, dann darf dieser Zunder auch nicht nass werden. Also, ja, ein bisschen durchwachsenes Ergebnis. Da ist halt Kienspan, also richtiger, echter Kienspan, für mich trotz alledem noch immer die Nummer 1. Da ist Birkenrinde noch immer die Nummer 1. Und ja, ich finde sie nicht schlecht, aber ja, halt nur bedingt einsetzbar. Du musst wissen, wo es funktioniert und wo es eben nicht funktioniert. Gut, das war's an der Stelle. Ich sage noch einmal Danke an den Carsten, dass du mir die Sachen zugeschickt hast. Da freue ich mich irrsinnig drüber. Ich werde da auch zwei signierte, also jeweils ein Exemplar meiner Bücher signiert zukommen lassen. Als kleines Dankeschön, da sage ich Danke. Ich mag dich, lieber Zuseher und liebe Zuseherin, um einen Kommentar bitten. Wie siehst du das? Was hältst du von diesen Teilen hier? Das wäre sehr, sehr nett. Link zu den Produkten findest du unten. Ich sage Danke fürs Dabeisein. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.